Wenn ich so ein Bild sehe, es ist nicht unbedingt ein schönes Gefühl. Von meinen Freunden auch sind viele nach USA gegangen. Von daher, ich persönlich das auch erlebt habe. Ich glaube, es ist wichtig, dass die Menschen erfahren, was um sie herum auch noch passiert. Die Gefahr ist einfach, dass man, sag ich mal, im Alltag einfach für sich immer bleibt und gar nicht praktisch das Große und Ganze sieht. I believe this exhibition is very important because as I work for World Press Photo, we believe that there is an importance in seeing and a power in showing the stories that matter. So if we talk about press freedom or other things that are happening around the world in journalism, it's important to share that with the audience. Ja, es ist ein sehr schönes Gefühl, hier zu stehen und zu sehen, dass das alles geklappt hat. Wir stehen da in einer Reihe mit den Metropolen der Welt und dann die Zehnscheuer in Balingen. Die Ausstellung ist ein zeitgeschichtliches Zeugnis über einen Zeitraum von einem Jahr, wenn man das Geschehen auf der Welt in verschiedensten Facetten zusammenfassen will, dann finde ich, ist diese Ausstellung hier ein ganz toller Rahmen dafür. Wir waren zunächst mal völlig überrascht, dass wir tatsächlich den Zuschlag bekommen haben und wir letztendlich der einzige Ausrichter in Süddeutschland sind für diese World Press Photo Ausstellung. Wir haben mit diesem Erfolg auch das Angebot bekommen, die World Press Photo Ausstellung auf jeden Fall jetzt noch mal 3 Jahre weiterzumachen und ich denke, das wird auch weiterhin ein großer Erfolg sein. The importance of the World Press Photo is, I think, today more than ever something which we should and what we feel, what we need to embrace, I would say. It is press freedom, first of all, which is extremely important, always. The world we live in, it's a lot of opinions, it's a lot of things, you know, happening all the time, but sometimes we need to stand up and just see what's going on as well in the world. Diese Ausstellung finde ich sehr wichtig, weil sie zeigt ein Jahr Zeitgeschichte im Zeitraffer mit ganz unterschiedlichen Themen. Es gibt total lustige Fotos und klar, dann komme ich wieder zu George und seinem Kollegen Bob. Die sind wie viele andere Tierfotografien hier auch ein Zeichen für den Naturschutz und dass noch nicht alle Menschen vergessen haben, dass wir nur einen Planet haben.